Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem NITO-TV-Spezial zur Euro-Währungskrise. Und wie gewohnt starten wir die Sendung mit dem Blick auf die Top-Themen. Euro, konnte sich die Gemeinschaftswährung wieder festigen? Dollar, belastet die geldpolitische Lockerung der Notenbank? In D-Mark, bekommen wir die alte Währung zurück? Über diese Themen möchte ich nun mit Dorothea Huttanus, Leiterin Research, Devisen und Geldmarkt bei der DZ Bank sprechen. Und damit sage ich Hallo nach Frankfurt. Und hallo aus Frankfurt zurück. Ja, die Euro-Krise, die bleibt ja weiter ein dominierendes Thema an den Finanzmärkten. Nachdem der Euro ja im Mai bis unter 1,20 Dollar gefallen war, da konnte er im Herbst wieder ein Hoch von fast 1,43 Dollar erreichen. Wie ist denn jetzt der aktuelle Stand beim Euro-Wechselkurs? Auch weiterhin hat die europäische Schuldenkrise die Finanzmärkte fest im Würgegriff. Und Europa steht vor definitiv der schwerwiegendsten Bewährungsprobe ihrer Geschichte. Dennoch muss ich dem Euro ein kleines Kompliment machen. Denn trotz der Hiobsbotschaften, die uns ja seit Monaten verfolgen, ist er mit dem aktuellen Niveau von 1,33 relativ gut aufgestellt. So sehen wir im langfristigen Durchschnitt, das heißt seit Gründung der Eurozone, Euro-Dollar im Mittelwert bei 1,18. Das heißt, der aktuelle Wert von 1,33 liegt immer noch 15 Cent oberhalb dessen, was wir im Mittel hatten. Insofern tue ich mich ein wenig schwer damit, von einer Währungskrise zu sprechen. Von einer Euro-Krise gerne. Wir haben eine Krise der Europäischen Union, wir haben eine Krise des europäischen Gedanken, aber eine Euro-Wechselkurskrise, die haben wir ganz sicher nicht. Nichtsdestotrotz hat der Euro eine ganze Menge von schwerwiegenden Problemen, die er wohl leider auch im Jahr 2011 weiter bekämpfen muss. Sei es die stetig lodernde europäische Schuldenkrise, die von Tag zu Tag mit neuen Negativmeldungen von sich reden macht. Wir müssen inzwischen davon ausgehen, dass früher oder später auch Portugal unter den Rettungsschirm flüchten wird. Wir haben aber auch jenseits der Schuldenkrise von der konjunkturellen Seite Belastungsfaktoren für die europäische Gemeinschaftswährung. Die diversen Sparprogramme, die durch die Schuldenkrise nötig geworden sind, werden im Jahr 2011 zu einer merklichen Verlangsamung der Konjunkturdynamik in der Eurozone führen. Und das ist ein klassischer Belastungsfaktor für eine Währung. Die EZB hat vor diesem Hintergrund auch keine leichte Aufgabe, muss jedoch den verschiedenen Dynamiken der Konjunkturentwicklung, langsame Peripheriestaaten, deutlich robustere Kernzone inklusive Deutschland, dieser unterschiedlichen Dynamik, diesem Europa der zwei Geschwindigkeiten, kann sie nur mit einem einzigen Leitzins entgegenkommen. All das klingt für mich nicht nach einem guten Start des Euros ins neue Jahr. Jetzt ist die Entwicklung in Europa ja nur ein Aspekt in dieser Wechselkursrelation Euro-Dollar. Wie steht es denn um die US-Wirtschaft und den US-Dollar? Also noch vor wenigen Wochen, da hatte ja die Sorge um die geldpolitische Lockerung der US-Notenbank zu einer deutlichen Abwertung der Leitwährung geführt. Ein sehr guter Punkt, Herr Ober. Genau das ist nämlich der Grund, warum Euro nur bei 1,33 steht und nicht längst viel weiter bis mindestens zur Parität heruntergereicht worden ist. Der US-Dollar als Alternative zum Euro hat auch seine Probleme. Und so war Euro-Dollar in dieser Kursrelation das gesamte zu Ende gehende Jahr über zwischen zwei Krisenherden gefangen. Zwei Krisenherde, um die Gunst oder vielmehr die Ungunst der Märkte konkurriert haben. Im Mai war das europäische Problem dominant. Im Herbst, wie von Ihnen angesprochen, waren es die US-Probleme. Derzeit sind es wieder die europäischen Probleme, die en vogue sind. Aber über eines sollten wir uns doch klar sein. Wer Sicherheit auf der Flucht vor der europäischen Schuldenkrise suchen möchte, ist der wirklich gut damit bedient, diese Sicherheit in der Währung des Landes zu suchen, das über viele Jahre hinweg über seine Verhältnisse gelebt hat? Ein Land, das im Rahmen von Verschuldung, von Budgetdefizit geradezu zu den traditionellen Sündern gehört? Ein Land, dessen Geldpolitik zudem auch noch das ganz klare Versprechen abgegeben hat, die Notenpressen weiter laufen zu lassen und auf absehbare Zeit keine Zinserhöhungen in Aussicht zu stellen? All das sind Punkte, die wir über den Dollar sagen müssen. Und insofern kann der Dollar nicht wirklich eine bessere Alternative sein, sondern die Märkte werden eher zwischen zwei Übeln wählen müssen. Cholera und Pest, was ist das geringere Übel?
Dies wird, so wie in 2010 gesehen, vermutlich auch in 2011 die Auswahl sein. Was ist das geringere Übel? Was macht der Investor daraus? Nun, er wird vermutlich darauf verzichten müssen, am Anfang des Jahres auf eine Handelsstrategie zu setzen, die das Jahr über durchlaufen zu lassen und von diesem langfristigen Trend profitieren zu können. Stattdessen empfehlen wir, von dem Zickzackkurs, von dem Wechsel zwischen Euro- und US-Problemen davon zu profitieren, indem wir unten, das heißt die untere Range bei etwa 1,25 Euro kaufen. Um 1,25 ist der Euro definitiv billig. Während wir dann nach einer Erholung Richtung 1,40, 43 in diesem Bereich den Verkauf empfehlen würden. Dieses Zickzackspiel sollte sich bis etwa Herbst des nächsten Jahres durchziehen lassen. Mit etwas Glück lässt sich dann mit Blick auf 2010 wieder ein klarerer und vor allem stetig langfristiger Trend feststellen. Jetzt wird ja aktuell auch sehr viel eben über den Euro und seine Probleme diskutiert. Sind die Spannungen im Euro vielleicht sogar stark genug, um ein Auseinanderbrechen der Währungsunion und eine Rückkehr zur D-Mark auszulösen? Ganz klare Antwort, nein. Die Frage ist für mich auch weniger, ob wir zurück zur D-Mark kehren, sondern die Frage ist eher, wie teuer wird es uns kommen, den Euro zu retten? Ich bin fest davon überzeugt, dass wir den Euro retten werden. Es mag politische Gründe geben dafür, es mag soziale Gründe geben. Es mag genauso viele politische und soziale Gründe geben, warum man den Euro aufgeben sollte, gerade wenn wir auf Volkesstimme hören würden. Aber es gibt einen ganz klaren Grund, der für mich als Volkswirtin entscheidend ist, und das ist der ökonomische Grund. Kein Land Europas kann es sich derzeit leisten, den Euro aufzugeben. Die schwächeren Länder würden bei einem Austritt aus der Eurozone und einer Wiedereinführung in ihrer eigenen Währung praktisch einen Insolvenzantrag stellen. Die eigene Währung dieser Schwachwährungs-, Weichwährungsländer würde sofort massiv abwerten, was zur Folge hätte, dass die ausstehende Staatsschuld, die auch weiterhin in Euro bedient werden müsste, im Volumen massiv aufgebläht würde. Ein Land, das heute bereits Probleme mit der Bedienung seiner Staatsschulden hat, wird wohl unter diesen Umständen kaum in der Lage sein, seinen Verpflichtungen nachzukommen. Auch für die Festwährungsländer, allen voran natürlich Deutschland und Frankreich, wäre ein Austritt mit sehr, sehr hohen Kosten verbunden. Die Wettbewerbsfähigkeit durch die dann sehr viel stärkere D-Mark oder den neuen Festwährungseuro, diese Wettbewerbsfähigkeit der Exportindustrie würde massiv unter der aufgewerteten Währung leiden. Und dies hätte nicht nur in einem Einmaleffekt, sondern langfristig Folgen. Wie stark diese Folgen für die Konjunktur sein könnten, das sehen wir, wenn wir zurück an die 90er Jahre denken. Dort gab es im Rahmen der EWS-Krise auch eine massiv aufwertende D-Mark. Und die Anpassungsfolgen, die haben die deutsche Wirtschaft über viele, viele Jahre hinweg am Rande der Rezession gehalten. Dann vielen Dank, Dorothea Hutanus, für Ihre Einschätzungen. Gerne. Und zum Schluss noch einmal der Blick auf die Top-Themen. Euro, Spielball der Krisenherde USA und Europa. Dollar, auch 2011 starke Konkurrenz zum Euro. Und D-Mark, Verteidigung des Euro könnte teuer werden. Und schon sind wir wieder am Ende von NITO TV für diese Woche und auch für dieses Jahr. Das war die letzte NITO TV-Sendung 2010, aber nicht verzagen, 2011 sehen wir uns ja dann wieder. Also bis dahin ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch, machen Sie es gut, auf Wiedersehen.